Ich weiß einfach nicht, wie ich beginnen soll. Na toll. Es gab Zeiten, da habe ich ein Drehbuch einfach so aus dem Ärmel herausgeschüttelt. Doch heute ist nicht einer jener Tage. Wieso fängst du überhaupt mit einem Drehbuch an? Was? Du hast mal was von einer Logline erzählt oder so? Logline! Man beginnt nicht beim Drehbuch. Man fängt vorne an. Bei der Logline. Zum Glück weiß ich, wie man die perfekte Logline schreibt. Hast du übertrieben? Ich glaube, das können wir so machen. Kann man nehmen, ne? Ja. Gut. Moin ihr Lieben, mein Name ist Yannick Papo und ich bin auch Teil des Mind Yourself Teams und heute besprechen wir, wie ihr die perfekte Logline schreibt. Das letzte Mal haben wir schon gelernt, wie wir eine richtig geile Filmidee finden und jetzt geht es halt darum, dass wir das Ganze irgendwie zu Papier bringen. Und viele tun sich genau bei diesem Punkt unglaublich schwer und denken, oh, da muss ich sonst was machen. Dabei ist das super easy eigentlich, weil man immer Schritt für Schritt vorangeht und wir beginnen mit dem kleinstmöglichen Schritt, nämlich der Logline. Aber was ist eine Logline eigentlich? Viele verwechseln leider eine Logline mit einer Tagline. Und eine Tagline ist eher fürs Marketing zuständig und möchte einen Film verkaufen, sowas wie im Weltall hört dich keiner schreien. Eine Logline hingegen beinhaltet nur die wesentlichen Elemente, die es braucht, um eure Geschichte zu erzählen. Das bedeutet, ihr müsst herausfinden, was das Reizvolle an eurer Geschichte ist und das zu Papier bringen. Eine Logline sollte auf jeden Fall drei wesentliche Elemente beinhalten, und zwar einmal den Protagonisten, einmal den Antagonisten und einmal das Ziel. Sie besteht dabei aus 25 Worten oder weniger und ist meistens in einem Umzusatz formuliert. Zum Beispiel, um die Prinzessin zu retten, muss der Prinz den Drachen töten. Ich gebe euch den Tipp, dass ihr nicht mit Namen arbeiten solltet, sondern sucht euch lieber Attribute raus, die euren Charakter sehr gut beschreiben, weil das gibt dem Leser im Nachhinein ein viel besseres Bild darüber, was für ein Charakter das eigentlich ist. Adjektive hingegen sind erlaubt, beziehungsweise sogar erwünscht. Also findet treffende Adjektive, die euren Protagonisten und Antagonisten sehr gut beschreiben. Achtung, aber passt auf, dass ihr nicht in Stereotypen oder in Klischees ausartet. Der mutige, blonde Ritter aus königsadliger Familie. Das ist langweilig. Findet lieber irgendwie interessante oder nicht ganz gewöhnliche Sachen. Irgendwas Ungewöhnliches. Irgendwas, wenn man das liest, dass man sofort denkt, hä, was ist das? Da möchte ich noch mehr drüber erfahren. Der zwangsneurotische, schüchterne Rockstar. Die Lache. Das Ziel muss klar sein. Das Ziel und das Streben danach bringt eine Geschichte erst wirklich vorwärts. Das bedeutet, dass in der Logline schon das Ziel sich klar herausstellen sollte, sodass es in der Synopsis und im Drehbuch später einfach klar erkennbar ist. Ein Held ist nur so stark wie sein Gegenspieler. Also füllt euren Antagonisten mit Leben. Und wenn es sich dabei um eine antagonistische Kraft handelt, bringt konkrete Beispiele, warum das ein Hindernis für euren Protagonisten ist. Sell, don't tell. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Die Strategie ist, dass wir mit der Logline beginnen und darauf erst den Rest aufbauen. Verratet aber noch nicht euer Ende. Die Logline ist dazu da, dass sie wie ein Köder oder wie ein Haken funktioniert. Auch wenn ihr so einen richtig abgefahrenen und irren Wendepunkt oder Schlussakkord habt, hier noch nicht. Also, don't sell out. Writing is rewriting. Das bedeutet, niemand schreibt zu Beginn die perfekte Logline. Die Logline begleitet einen über das Drehbuch hinaus, sogar noch manchmal in die Filmdrehphase mit hinein. Und erst dann entsteht wirklich die perfekte Logline, weil man sich dann erst bewusst ist, was der Kern der Geschichte ist. Also, eine Logline zu schreiben ist echt mega einfach. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass ihr jetzt was schreiben müsst oder sowas. Letztendlich sind das echt nur 25 Worte und wirklich die Geschichte zusammengefasst. Und das hilft euch im späteren Verlauf ungemein bei der Synopsis, bei dem Exposé, bei dem Drehbuch. Also, haltet es easy. Was soll ich? Klischee erfüllen? Ach so. Also, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was ihr euch noch so für Videos von uns wünscht und vor allem abonniert, was das Zeug hält. Aber was ihr auch nicht vergessen solltet, ist, unterstützt unsere Startnext-Kampagne hier oben. Wir brauchen unbedingt noch Unterstützung von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Der schottische Ballonfahrer. Ja, oder? Warum ist er schottisch? Perfekt, so mache ich das. Das ist ziemlich cool, weil ich ziemlich cool bin. Und im... Ihr habt den Fehler nicht bemerkt, oder?